engagiert, ja. Und Ja, da wird mancher seine Anlage neu erleben. Ja, ist so. ja, okay, klasse. Klasse, super. Gut. Hey, das ist das Digitalraum hier. Ja, jetzt gehen wir in das Analograum. Ja. Das war eigentlich den Studienplatz, wo die Originalstudio damals war. Dein Hühnerstall. Ja. Es könnte sein, dass hier irgendwo noch ein Ei liegt. Oder Stroh. Ja. Aber siehst du, so das ist, vielleicht kann ich etwas mehr Licht machen hier für dich. Ja? Du weißt, dass du mir hier mal vor Jahren, das war doch, glaube ich, als wir mit dem Bus hier damals waren, hast du mir mal ein Stück vorgespielt von einer Sängerin auf einer Bühne im Freien, war das, auf irgendeinem Konzert. Da hast du gesagt, wir sind auch dran. Ah ja, da war schon leider Scott. Nicht mit der Künstlerin, sondern mit dem Rechtsanwalt, glaube ich, ne? So wie üblich. Ja, das ist nicht gelöst geworden. Ist nicht gelöst worden? Nein, habe ich nicht gelöst geworden. Die wollten es nicht freigeben. In Auto 3D, schade, weil das war eine sehr das war schöne Track. Super, das war ein ganz tolles Ding, ja. Ja, hier ist die Originalstudio damals, aber das haben wir auch ersetzt wie ein Bunker. Ja, das ist auch ein Bunker auf Federn. Ja. So waren erst all diese Bunker, weil diese Bunker, die sind gleich. Die sind die gleiche Abmessung, nur die Isolation ist etwas anders. Ja, weil so war die Original und dort haben wir diese Anpassung gemacht, um diese Auto 3D reinzusetzen. Hier haben wir es etwas einfacher gemacht. Ja. Und jetzt machen wir viele Produktionen. Hier sind auch viele deutsche Produktionen auf diesem Punkt mal gemischt geworden. Ja. Durch Ronald Brent, ja. Er war so. Ja, du hast vorhin den Patrick hast du vorhin erwähnt, Patrick Lemmens. Ja, Patrick Lemmens. Der ja. war doch damals auch beteiligt an der Lichtmond. Das war doch ja, genau. mit seinem hat erstes er gemacht. Projekt. Das ja, genau. hat er ja. gemacht. Also absolut, das ist einer der Koryphäen, ja. einer der wirklich besten ja. Mischer für Aurum-Musik beispielsweise auch. Ne? Filme macht er, glaube ich, auch, oder? Filme macht er macht viel Orchestermusikaufnahme. Ja? Mhm. Und hier war Ronald Brent sehr oft beschäftigt, ja. ja. Und Ronald hat, ja, ihr kennt die, seine Kunden. Ronald war ich ja auch mal, da haben wir damals Mando Diao. Ja, genau. Da waren wir da, da haben ja. wir das mit ihm besprochen. Ja. Er ist in Amsterdam, ne? In den Nein, er ist jetzt in New York, ja. Nee. Er lebt mit Darcy Proper, kennst du Darcy? Das ja. ist ja Weltklasse in Mastering. Er hat ja. 10 Grammy-Nominations, 4-mal den Grammy gewonnen wie beste Mastering, ja. ja. In Surround Sound und in Immersive Audio, ja. ja. Und die sitzen jetzt in einem Studio in New York bei Valhalla Studios bei Joey DeMaio von Manowar. Guck mal an. Ja, ja, ja. Gute Freundin, ja. So, das heißt, die machen auch dann 3D-Sound da in die New haben, York? Wie Ronald hat ein komplettes Studio mit alles, was 3D benötigt, jedes Format und so weiter. Aber seinen Arbeitsflow für Musikproduktion ist Auro 3D. Er fängt immer an mit Auro 3D und dann liefert er die anderen ab. Ja. Er sagt, das ist der beste Weg, um Kompatibilität, Qualität, alles miteinander zu verbinden. Ja. Also er geht ja. wirklich den Weg mit Auro, ist die Basis für die anderen Formate. Ja, ja, das sagt er auch. Das sagt er häufig. Hoffentlich, ne? ja, ja, natürlich. Ja, ja. Das ist, ja. Und er hat hier, das ist so ein Pult, das Ronald noch auch mit entwickelt hat, ja, ein bedacht hat. Ich habe das die Name Vision genannt, ja. Und das ist ein Top-Pult, ja. Das ist von API, ja. Und da sind so viele deutsche Riesenhits gemacht, ja. Für, ich weiß, eine der letzten Sachen, die Ronald hier noch gemischt war, war für Herbert Grönemeyer, ja. Aber Peter Maffay hat hier gemacht. Ja, Rammstein, was noch, Kelly Family, so ich finde viele, Guano Sebs und so weiter, ja. Das ist, aber dieser Raum hier, das war auch das erste Raum für 5.1 in Musik, ja. Das war in Mitte 90er Jahre, wann DVD gekommen ist, habe ich gedacht, ja, wir müssen auch Musik in Surround Sound haben. Und dann war diese erst von den ersten Studios in die Welt, und ich denke auch die erste mit, weil das war sowieso mit SSL, das war den, einen Large Format Pult, ja, Mischpult, ja. Das war die erste mit 96 Kanälen auch, das war die erste SSL mit 5.1 und 7.1 für die Musikindustrie. Man hatte das schon für Film, aber noch nicht für Musik, ja. Mhm. Und dann haben wir das Gedanke weitergesetzt, dass noch eine mehr advanced Mischpult diese, ja, die 5.1, 7.1 gleichzeitig mit Auro 3D mischen kann. Ja. Man hat hier 5.1 dedicated und man kann dabei noch drei Stereo-Sachen da noch oben setzen. Ja. Geht alles gleichzeitig. So, das ist einen, ja, so das ist diese 5.1. Ja. Und dann haben wir noch einen Stereo A, so vorne, Mitte und hinten zum Beispiel. Ja. So, wir können hier alle Formaten zusammen hier abmischen mit diesem Raum. Das war das jetzt auch das Mischpult, was wir aus dem Film gesehen haben vorhin, ne? Das kann sein, ja, ja, ja das genau. war das, ne? Ja, das ist war das auch dein Bruder, der dann rumgelötet hat an den einzelnen Modulen von dem Gerät? Ah, also nein, das war nicht dieses Pult im Film. Okay. Nein, das war noch eine ganz alte Neve. All die Geräte, die du okay. dort gesehen hast, die Mischpulte, die sind schon schön. Weg, schon. Ja, ja, ja. Aber dein Bruder hat gelötet. Aber dein Bruder hat gelötet. Ja, ja, mein Bruder ist noch immer die technische Wahnsinn.
Er macht viel selbst noch immer. Ja. Ja. Und das ist auch sehr interessant, so jemanden bei Hand zu haben, wenn etwas technisch fehlt, dann ist er sofort dort, um natürlich das zu lösen. Ja. Mhm. Schön zu sehen. Was hat es mit Auro 2D auf sich? Ja, in Anfang war das Gedanke 2D, wir können zum Beispiel unsere Auromatik auch benutzen, um nur in 2D hochzurechnen, nicht in 3D. Aber dann muss das Algorithmus etwas anders sein. Und so haben wir 2D bedeutet nur Surround Sound. Mhm. Das ist 2D. Aber das bedeutet Auro-Technologie, die benutzt wird für nur Surround Sound Geschichte 5.1, 7.1. Okay. Und Auro 3D, das sind dann natürlich die Software, die dann eingeschaltet wird, um 3D mit höher zu machen. Das ist der Unterschied. In Anfang hatte ich noch Auro 1D auch noch, ja. Okay. Aber das ist dann Stereo. Aber Leute denken immer, Stereo ist 2D, Surround Sound ist 3D und dort ist ein Riesenfehler entstanden. Und, aber 1D, für diese Terminologie benutzen wir nicht so mehr, ja. Weil das Gedanke war, man könnte mit unserem Auro Codec Stereo in einem Mono-Signal in die Welt senden, ja, und dann den Code kannst du wieder nach Stereo haben. Das war der Gedanke von 1D zum Beispiel, ja, und bei 2D auch. Wir können zum Beispiel 5.1 in ein Stereo-Signal PCM liefern, ja, und die Decoder kann dann von diesem Stereo wieder dieses Surround machen. Das ist Auro-Technologie, ja, das ist unser Decoder, aber das hat nichts zu tun mit 3D, dann. Das ist nur diese Technologie benutzt dann in eine andere, in andere Formate. Also in Auro 2D steckt auch die Technologie von Auro 3D? Ja, eigentlich ist die gleiche Technologie, aber anders benutzt. Okay. Ja, okay. Ja. Sehr schön, haben wir das auch geklärt. So, jetzt wisst ihr alle, wozu da Auro 2D steht. Drückt einfach mal auf den Knopf, wenn ihr gerade nur eben 5 Lautsprecher habt und nicht eben 9 beispielsweise. Ja, ja. Ne, oder 7. Ja. Alles klar. Und du hier siehst du auch, Patrick, den Setup, ja, weil du siehst den Aufnahme, ja, das ist, du siehst dort natürlich den Halle, ja, mit dem kompletten Setup, ja, und dann haben wir an dieser Seite auch einen Raum für Trommler und so weiter, steht eine komplette Drumkit und auch einen Vocal Booth, ja. So, das Konzept ist, dass jeder große Regieraum, und so haben wir 3 insgesamt, ja, die ist verbunden mit immer 3 große Räume und zentral den Halle. Dass wir die immer, das ist Analogtechnologie, die Halle benutzt werden, aber sofort die digitale, die wir gesehen haben, kann so auch benutzt werden, ja. Und so haben wir dann 3 große Kontrollzimmer, Masteringraum und dann natürlich alles, was das Kino und andere Bunker dabei sitzen. Und natürlich auch die verschiedenen einzelnen Akustikräume, die daneben stehen. Ja. Sag mal, da hinten im Hintergrund, kann man da die Unterschriften noch irgendwie erkennen, wer da was unterschrieben hat? Ah, okay, gute Frage. Das ist Alan Clark. Kenny Kort, was ist das, Tony? Aber die meiste hat Ronald selbst. Alles Simple Minds. Simple Minds habe ich hier aufgenommen. Nicht ganz unbekannte Band. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Simple Minds mal eben gesehen. So. Und hier siehst du noch, das ist auch etwas, weil das ist ein Aufnahmeraum hier. Ach, diese Tür. Ja, da denke ich aber immer, bei den Türen denke ich aber immer irgendwie an einen Schlachthof, weil dahinter eigentlich immer das gefrorene Fleisch hängt. Das sind so Luftschutzdinger und was nicht alles. Das sind diese riesigen schweren Tempur Marshall. Ja, siehst du, klingt auch ganz anders, dieser Raum. Ja. Viel mehr lebendig, ja. Genau. Und der Trommel von DW Drums, mein Lieblingsformat von Drumklang, das hat so einen sehr fette, direkte Klang, ja. Und dann habe ich natürlich hier Verstärker stehen, aber viel von meinen Synthesizer, aber einige von meinen Synthesizer, ja? Ja. Ich habe hier so meine Minimoog, ja, meinen DX7, habe noch viel mitgemacht, ja. Den Jupiter 8, ja, und dann Oberheim und so weiter. Und meine erste Orgel. Das ist die Hammond. Das ist meine Hammond, ja. Ja, leider ist mit einem Transport ist das rausgegangen, ja. Weil das war meine zweite eigentlich. Das war diese, die mein Vater gekauft hat, wenn ich 13 Jahre alt war. Ja. Damals, war, sag nochmal die Summe, damals waren es ungefähr? Ja, das war ungefähr 10.000 D-Mark, also das 5.000 Euro. Aber ich weiß, eine neue Mercedes damals kostete 7.000 Euro. Hat man eine komplette neue Mercedes, so das war ungefähr die Preise, die man damals, ja. Und da hatte so schon eine Rhythmbox, wie man das nennt, ja. Aber das war echt noch wie ein echter Hammond-Organ-Sound, ja. Nachher ist natürlich, was Versi gemacht hat, das war so mehr alles, was Orchesterklänge schon angeht. Hier sind so, ja, wenn man hier Gitarre oder so etwas anderes hat, nichts mit Gitarre zu tun. Wenn man so eine Versi hat, hat man echt so einen Klang von einer Gitarre, ja. Die erste Orgel, die war besser von Imitation von Klänge, von Naturklänge, dann die Synthesizer.
Aber dann sind die Synthesizer mit Sampling und so weiter noch etwas mehr realistischer geworden. Da war noch eine Datasette integriert, oder? Das ist ja, aber so habe ich, Stunden aufgenommen. Ja. Viele Stunden aufgenommen. So, meine Mutti hat so oft gesagt, oh, nimm das mal auf, das will ich mal hören. Weil dann die Schüler konnte sie mal die Kassetten abspielen. Und dann habe ich so oft meine ersten Demos aufgenommen. Dann war ich 13, 14 Jahre alt. Ja. Und dann ab von 15, 16 bin ich mir angefangen, wenn ich die Konzerte, habe ich mit dieser auch viele Konzerte gespielt. Aber das, die meisten habe ich gespielt, wann ich bei Versi war. Dann habe ich viele Konzerte gespielt. Ja. Weißt du eigentlich, ob man was von dir auf dem Streaming-Portal finden kann? Ist da was von dir vielleicht drauf? Alte Aufnahmen? Gibt es da vielleicht was auf Streaming? Von Amazon, von Tidal, Napster? Nein, aber ich kann die mal privat an dich sehen lassen. Ich habe auf meinem Computer Sachen stehen, ja, die du siehst, wenn ich... Pass auf, damals war nur so VHS-Kassette. Ich habe die mal jetzt mal gesehen. Das ist hart zu erkennen, was da noch drauf steht. Das ist, man hat nicht das Gefühl mehr, wie heutzutage mit iPhone ist es einen... Aber kannst du noch abspielen? Also ja, kann ich noch abspielen. Ja, ich habe einige digitalisiert. Ich wollte sagen, muss ja mal anfangen zu digitalisieren vielleicht. Ja, aber das ist vorbei. Aber ich kann, weil du mal sehen willst, wie ich so in einem Konzert, wie ich das mache. Ich habe so noch einige Sachen gefunden. Ja. Ich kann dich mal an dich senden oder mal sehen lassen. Ja. Okay, hier können wir reingehen. Das ist unser Mastering-Raum. Ja. So, das sind Egglestones, Egglestones mit einem Perot Amplifier, und die Perot Amplifiers, die sind auch noch optimalisiert, ja. Wir haben all diese Unterteile, wo wir das verbessern konnten, haben die verbessert, ja. Und diese Mastering-Raum, die haben wir gebaut in 2002, ja, und das ist noch immer die gleiche, wir haben die nie geändert. Das ist ein Konzept, das wir zusammengebaut haben hier mit SBL, kennen Sie von Deutschland auch, ein Hersteller von Deutschland. Und in diesem Mischpult, da geht den Klang durch 120 Volt, diese Audio-Chain ist 120 Volt. Ja. Und deswegen haben wir so einen riesen Headroom darauf. Und ohne Verzerrung kann man natürlich hier auf das Level von einem Digitalpegel kann man analog machen, was für Mastering ganz wichtig ist. Ja. Wann du das gerne mal anhörst, bitte, Spezialgäste, machen hier was wir hier gemastert haben. Eine Produktion, kennst du vielleicht von ERA? Sitz mal bitte, ja? Setz mich mal. Ja. Und dann gehen wir mal sehen, was wir hier. Something. kann man das irgendwo kriegen? Oder ist das nur auf deinem Rechner? Das war ein DSD. Das war eine Super Audio CD, das wir jetzt gehört haben.
Ist das veröffentlicht worden? Das ist veröffentlicht worden, ja. Eine DSD, aber ich weiß nicht, dass mir die Schallplatten noch bekommen. Ich habe nur für mich selbst noch zweimal versucht zu haben, so ein sehr schwierig zu finden, ja. Aber du kannst uns den Namen gleich. Aber das ist dir gemastert geworden. Auch wie? Du, Darcy hat das gemastert hier, ja. Wie, ja. Wie heißt das? Wie heißt die ERA. 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 ERA, ja. Ist das eine Belgierin oder? Ich denke, dass es Französisch ist. Bin okay, und sicher, ja. ERA heißt die Künstlerin. Ja, ja, das ist ein, okay, also ein Chor, Gruppe. Eine Gruppe, ja. Das war gerade fantastisch. 5.1 Mehrkanal aufgenommen. Ja, das Mehrkanal 5.1. Also das war nur 5.1 dies, ja. Aber das wollte ich auch nochmal in Aura 3D machen, weil das ist diese. Bitte, ja. Das heißt, es gibt da die Möglichkeit, dass du die, du hast die Tracks hast du, man könnte es nochmal. Aber Patrick, machen, da ist, aber das sind so viele Multitracks von so vielen schönen Produktionen. Ich sollte gerne alle in Aura 3D mischen, natürlich. Ja, aber das Punkt ist natürlich, das sind zwei Themen dabei. Ja. Erstens ist natürlich, man muss das freigeben. Die Künstler also müssen auch, da sind viele Rechte dabei, die Produzenten haben Rechte. Jeder muss damit einverstanden sein. Zweitens muss natürlich auch das Schallplattengeschäft sagen, okay, gut, und wer bezahlt die Rechten? Das ist auch noch die Frage. Ja. Und das ist auch immer die, weil natürlich also die Vorauskasse, das heißt ja, die Produktion. Weil die Leute, die damit beschäftigt waren, die wollen natürlich da die Rechten, die Produzenten, die wollen da auch mit beteiligt sein und dann sehr oft wird das zu teuer. Das ist das Punkt. Sehr oft wird das zu teuer. Wenn die Rechten frei sind und wir können das nur hier mal mischen, das kann ich viel Sachen machen. Ja? Aber sehr oft bei diesen Top-Produktionen, da sind Top-Produzenten, da sind Top-Ingenieure dabei und dann, ja, das ist eine Rechtengeschichte. Das ist nicht so einfach. Ja? Die machen das natürlich auch gerne selbst und hoffentlich machen die das einen Tag. Und weil diese Content ist fabelhaft für so etwas. Ja. Da haben wir noch was. Also, ERA, da ist was. Das ist genau, das ist es, ja. Super! Okay. Dann hören wir uns die mal heute Abend mit der Aromatik an. Aber kannst du dir mal vorstellen, das Raum habe ich jetzt 20 Jahre so gehabt hier. Das war über 20 Jahre vorher. War das, und das hat mich nie geändert. Ja? Jetzt baue ich das gleiche Konzept, aber dann in Aura 3D Mastering und das geht noch einen Schritt weiter. Das ist von Klangwiedergabe noch sauberer, noch besser. So, das ist, aber man muss viele Jahre warten, ehe vorher die Technologie so entwickelt ist, dass man substanziell noch ein Verbessern durchsetzen kann. Ja? Und wir reden jetzt wieder mit den neuen Fabrikanten, um so den nächsten Schritt zu machen. Das Raum ist schon gebaut. Ja? So, jetzt müssen wir es nur noch einrichten und ich hoffe, dass wir das bei Ende dieses Jahres fertig haben. Ja, weil dann kommt ein Riesen-Event, weil ich noch nicht versprechen kann, aber da kommt noch viel dann. Dass wir du musst ja schon wieder kommen, Patrick. Ja! So Patrick, hier siehst du auch, ja, das sind die Konvertoren, ja, die sind von DCS. DCS ist so ein Top-Brand, ja, von Konvertoren. Ja. Das sind DSD, so Direct Stream Digital. Ja. Das ist so 2,8 MHz an Sampling, aber Fach 4 hier. Wir gehen bis 11,2 MHz an Sampling mit 1 Bit. Ja. So, das ist den DSD-Stream. Und so haben wir dann hier 8 Kanäle. Ja, und 8 Kanäle in 8 Kanäle aus, ja. Aber es sind sehr teure Geräte. So, nur 2 Kanäle in eine Richtung, AD kostet schon, was ist es, 10.000 oder 12.000 Euro, ja. Das sind mein Lieblings AD-DA-Konvertoren, ja. Ja, da sind aber so mal 60.000, 70.000 Euro, ne? nur 8 Kanäle nur in dem, AD-DA. Nur auf den einen Quadratmeter. Ja. Ja, und hier, wir haben in jedem Studio haben wir eine separate Bar, aber hier ist es interessant, das sind die alte Geräte noch, ja? Alte Bandgeräte. Alte Bandgeräte, ja. So, wir haben noch zwei, ich hatte damals 3 von diesen Studios, weil das war den Top-Brand natürlich, ja, den A820, ja, und so einem Band war 24 Spuren, ja, nur 15 Minuten, ja, so ein größerer Band, das war eine halbe Stunde, nur 24 Spuren, ja. Und dann nachher ist digital gekommen. Hier hatten wir schon eine halbe Stunde mit so einer kleinen in 48 und so eine große hier. Ja. Das war 48 Spuren, eine Stunde lang. Und dann konnten wir die zwei synchronisieren, aber das war Sample genau synchronisiert. Ja. Sample genau synchronisiert hatten wir 96 Spuren mit unserem digitalen Mischpult Capricorn. Konnten wir schon DDD-Aufnahmen machen in 93. Ja. Schon 30 Jahre vorher mit 96 Kanäle. Ja, das waren Top-Geräte und auch schon in 24-Bit, diese war schon eine 24-Bit-Maschine damals. Gut, jetzt gehen wir nach einem Platz, die nie... Keller? Nie für, hier siehst du auch unsere... Das sind Testen, die wir jetzt machen, das ist noch eine Testaufstellung. Ja. Das ist alles Streaming-Technologie, die wir hier getestet wird von unserem Maschinenraum
so wann die Streaming hier reinkommt. Wir haben jetzt verschiedene von diesen Servers drin, auch in Irland. Ja? Und dann können wir von hier, ach, von hier so, lass wir sagen, in Realtime Streaming testen und so weiter. Ja. Jetzt gehen wir nach unserem Keller, das war nie gemeint für Besuch. So, pass auf hier, ja. Das ist eine ganz steile Treppe hier. Ja? Pass auf den Kopf auf. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Nimm deine Zeit, weil wir hier nach unten rauf. Ja? Etwas klein hier, ja? Aber ja, okay, etwas weit genug hier vielleicht, ja. Aber du siehst, ja, so weit wie du sehen kannst, ja, ist das insgesamt Gebäude so von Federn unterstützt. Ja. Die Federn sind so platziert, die sind an die Seite von jedem Raum, ja. Und so das Kontrollzimmer, das ist, das wir erst gesehen haben, dieses digitale Kontrollzimmer, ist hier oben uns, ja. Hat eine Höhe von 7 Metern, hat ein insgesamtes Gewicht von 260 Tonnen, ja. Und ist abgefedert durch 84 Federn. Jede Feder trägt ungefähr 3,1 Tonnen, ja. Und die isolieren von weniger wie 3 Hertz. Die isolieren jetzt von 2,8 Hertz. Und die sind von Anfang bis den besten Moment mit, geht ungefähr 150 Jahre später sein. Dann kommen die auf 2,5 Hertz. Ja? Und man muss so tief schon anfangen, um 20 Hertz, das sind die meist tiefe Frequenzen, die wir erfahren können, erleben können. Ja? Aber man kann nur eine Menge von dBs isolieren pro Oktave. Deswegen muss man ungefähr 3 Oktaven tiefer sein, dann die Eigenresonanz. Weil ab von der Eigenresonanz fängt Isolation an. Ja? Und deswegen sind wir belandet unter 3 Hertz. Ja? Und die Eigenresonanz ist ja 2,8 Hertz ungefähr. Von diese, und jeder Punkt ist so separat berechnet. Ja? Und die Federn, die trägen jede ja, etwas mehr wie 3 Tonnen an Gewicht. Ja? Die sind auch behandelt gegen Metallmüdigkeit. Ja? Und wir wissen, dass die in die Specs ungefähr 300 Jahre. Das war nicht meine Frage. Das war, die Universität hat gesagt, okay, das ist für uns auch so ein wissenschaftlicher, wie sagt man das, Untersuch und so weiter. Ja. Und das ist fabelhaft, was die Leute hier zusammengebracht haben. Im Film hat man gesehen, dass jemand so eine Hydraulikpumpe direkt neben den Dingen hat. Er die angehoben, um die zu. Nee, für was war diese Hydraulik, diese manuelle Hydraulik? Ja. Wie fängt das an? Wir haben erst natürlich tausende Tonnen von Beton gemacht. Ja, klar. Und dann eine Holzkonstruktion. Weil man kann natürlich nicht so voll, die Holz. Das heißt, es wurde nachträglich erst eingebaut und dann abgesenkt. Erst die Holzkonstruktion, darauf die Boden. Die Boden hat ungefähr 40 cm Korn Beton. Ja? Ja. Und die hat auch so eine U-Form. Ja? Nur auf einem Boden von einem Regierraum sind 11 Kilometer Metall von einem Tonnen dick. Und das ist wie eine Spaghetti. 7 Leute haben 4 Wochen gearbeitet, ja, um ganz diese Konstruktion von das Metall zu machen. Und dann ist der Beton da reingegangen. Ja. Dann mussten wir 2 Monate warten, dass die Betone komplett trocken waren. Und dann haben wir diese mit den hydraulischen Pumpen nach oben gesetzt, ja, das Holz darunter rausgenommen und dann auf die Federn genau richtig gesetzt und von dort ab dann weiter nach oben gebaut. Ja. Also eine ganz komplexe Weg, um so etwas zu und machen. Und diese Planung, das hat dieser Studiobauer aus England dann? Nein, hat nur etwas supportiert, was wir sagen, mit die Planung, lass wir sagen, das ganze Plan, das Konzept habe ich gedacht in 1991, ja? Aber diese Verfeinung und alles, was Akustik und Sachen beweist, das ist alle Universität und auch Erik Dessar von Gerber, die Gerber-Gruppe von Deutschland und dann Universität, Professor Gerrit Vermeer und dann natürlich auch East Lake Audio, David Haukens und sein Team hat geholfen natürlich, weil die hatten mehr Erfahrung, wie so Studios gebaut werden müssen und die haben natürlich all die Input an diese Leute von Universität und von Gerber gegeben. Ja, das ist eigentlich Grundlagenforschung, Grundlagenarbeit ist da dann hier gemacht worden. Ja, absolut. Okay. Hier machen wir viel Testen in Streaming-Technologie, Coding-Technologie, unsere Software, unsere Plugins. Ja? So, das ist ein kleines Studio und das ist perfekt wie ein Heimstudio. Steht nicht auf Federn, dieses Studio. Ja?
Aber siehst du auch hier die Anlage von 13.1, so Euro 13.1 hier, ja? Und ja, das ist so ein viel Softwaregerät und so weiter wird hier getestet. Nicht beeindruckend, aber. Ja, das ist nicht für Kamera hier. Kamera aus. Kamera aus. Ja, das ist hier unser R&D-Abteilung. Normalerweise sind wir 25 Leute hier, aber mit Corona, meistens musste von Belgien auch von dem Gesetz zu Hause arbeiten. Ja. Aber ich hoffe, in einigen Monaten, jetzt kommen wir alle hier wieder zurück und dann sitzen wir wieder insgesamt hier. Ja. Du siehst mit Corona. Gut, was auch schön ist, Patrick, zu sehen. Hier, musst du mal sehen. Sag mal, hier muss aber auch schwindelfrei sein. Ne? Das ist aber fies. Das ist aber fies von dir, hier so eine Glasplatte unten reinzusetzen, hier am Boden. Ist das schon direkt so für einen Bewerbungstest? Wer das nicht versteht, auch hier nicht anfangen. Ja? Echt. Warte mal. Ja. Das ist ein Ja, du siehst natürlich die Doppelreflexion, weil das ist der Doppelglas, gibt so einen, durch die Scheibe gibt es natürlich. Aber hier siehst du, was auch schön ist, diese ganze technische Plattform, die geht in die Keller. Und eine andere Plattform mit nur Stühlen drauf kann nach oben kommen. Funktioniert das jetzt? Nein, es funktioniert noch nicht, nein. Aber das ist so gebaut, dass es so fertig kann. Ja. Das ist hydraulisch, wird das nach unten gehen und eine andere hydraulische Plattform mit nur Stühlen geht dann nach oben kommen. So können wir in 10 Minuten sogar eine komplette Kino ändern nach einem Mischraum. Ja. Okay. Hast du das schon mal voll besetzt gehabt hier, das Kino? Ja. Das sind verschiedene Events, Veranstaltungen, dass wir das sind, ja. Und das Kino, wenn du gehst jetzt in Auro 3D, ich mache sofort eine Auro 3D, den Demo, die du kennst, aber ja, natürlich dann hier. Mit Visualisierung der Lautsprecher. Ja, genau, ja. Bin gespannt. Okay, komm mal rein. Oh, was ich auch vielleicht noch mal sehen lassen kann, ist unser Fahrrad. Das ist ja nichts für Papa hier unten. Da. Oh, das Ding ist echt groß hier. Ne? Ja, das mag ich ja gerne. Ich mag das nicht? Nee, überhaupt nicht. Was? Ich mag das nicht, dass du hier so eine Glasplatte hast. Das ist echt nicht meine Welt. Ich habe ein bisschen weiche Knie. Hey, wie kannst du einen Olifant drüber gehen? Ja, aber das Problem, der Kopf. Du müsstest das Teppich für mich rüberlegen. Aber Männer sagen normalerweise nicht, das sind nur Frauen, die sagen, was muss ich hier anziehen? Nee, das ist der weibliche Part in mir. Boah. Hallo? Ich bin froh, dass die da drauf sind. Ich gucke auch nur auf die Streifen. Also auf die Grauen meine ich. Echt. Ja, wir haben hier auch eine komplette Kinoabteilung. Ja. Wir haben noch Platz. Das nächste Modul noch anbauen. Müssen wir Tür zu machen? Nein. Nein. So, das ist hier Farbekorrektur. Ja? So, das wissen viele Leute nicht, aber in 2006 haben wir schon angefangen mit einem 4K Digital Intermediate Workflow. Das bedeutet, ab von 2006 könnten wir Analogfilm digitalisieren nach 4K, komplette Nachbearbeitung doen digitaal, so mit Farbekorrektur und so weiter. Und dann machen wir das wieder eine analoge Kopie davon mit einer Lasertechnologie. Ja. Wir gehen sofort die Geräte mal ansehen. Das ist ein Reference, das ist ein Baselight-System. Und hier haben wir eine komplette Auro 3D-Anlage. Ja. Und mit dem Baselight, und dann kann man natürlich die Korrektur komplett selbst mal durchführen. Ich kann eine ganz kurze Demo mal machen in das andere Raum, was wir hier so von Korrektur machen. Wir haben so zwei Räume hier. Ja? Und Film hat natürlich in den letzten zwei Jahren hat einen viel ruhiger geworden. Es sind natürlich viel weniger Filme auf den Set aufgenommen. So hoffentlich dieses Jahr funktioniert das was und dann kommt das Arbeit wieder Ende dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr kommt es wieder zurück, weil was wir machen ist hier Post, das bedeutet, wenn alles aufgenommen ist auf der Set, dann kommt es nach hier, machen wir die Audiobearbeitung, mischen wir die Audio ja, für Film, aber natürlich auch die Farbekorrektur. Wir machen hier komplette Compositing, the Editing auch, Compositing und dann natürlich Farbekorrektur und wir machen auch die Final Masters. Das Einzige, was wir nicht machen, ist VFX. Computer-Generated Images. Ja, so das alles, was
natürlich ein Zeichnen auf einem Computer, das machen wir. Das ist so arbeitsintensiv und Belgien ist da nicht ein gutes Land dafür. Der Lohnkost, wie sagt man das? Diese Personalkosten. Ja, die Personalkosten sind viel zu hoch für das. Ja. Aber hier haben wir auch einen Barco-Referenzprojekt dabei. Ja. Verkaufst du jetzt hier auch die Scheiben von Turbine? Oh ja, was hier gemacht wird in diesem Raum, ja, also verkaufen machen wir nie, ja, aber in diesem Raum wird, das ist unsere Interactive-Abteilung. Was bedeutet das? Die Masters machen wir hier im Studio für DVD, für Blu-ray, Ultra High Definition Blu-ray und auch DCPs. Weil DCP ist noch ein anderer Raum hier, so die Endmaster machen wir hier auch, ja. Ja, das sind vielleicht noch einige Beispiele, die hier stehen, weil die machen auch diese QCs, die testen und so weiter. Vor die natürlich nach die Industrie gehen, um natürlich Copies zu machen, wird hier natürlich alles sehr, sehr gut getestet. Ja. Turbine wäre Wolf. Sehr cool. Sehr cool. Da okay. Hinten habe ich was gesehen, das darf ich auch noch nicht sehen. Muss ich wahrscheinlich x'en. Das Ding? Das habe ich auch gesagt. Das macht das hier hinter dem Bildschirm. Das habe ich auch gerade gesehen, was sehr interessant. Das ist doch noch gar nicht raus, ne? Das kann sein. Ich muss da jetzt, ich muss das x'en. Also warte mal, was hat er denn hier? Okay, das scheinen aber hier große Filmfans zu sein, weil nicht alles, was hier ist, hat Auro 3D drauf, aber sehr schick hier. Sehr schön. Tote Hosen, was habt ihr mit Toten Hosen denn gemacht? Das ist ja auch ein irres Album hier, ne? Guck mal an, du. Ja, die haben aber Spaß hier, ne? In den Räumlichkeiten. Sehr schön. Cool. So, hier ist das ein Maschinenraum, ja? Und hier machen wir analog und digital. So, wenn analoge Filme reinkommen, ja? Dann scannt ihr die. Siehst du, das ist 35 mm, die wird darauf gelegt und dann wird die gescannt. Scanning, ein Bild ist 50 Megabyte, 50 Megabyte für ein Bild in 4K und das geht bis 8K. Das ist 200 Megabyte für ein Bild. Ja? 200 MB ein Bild? Ein Bild, ja. Und wie viele Bilder haben wir nochmal pro Sekunde? 24. Genau, das heißt, das ist verdammt viel. Ja, das ist bei 4K. Ja, habe ich 50, habe ich 1,2 Gigabyte pro Sekunde. Gigabyte, so zwei CDs pro Sekunde. Das ist die Datenmenge, die von solchen Maschinen kommt. Deswegen habe ich ganz viel, ganz schnelle Disks. Und wir 600 Terabyte, ein sehr, sehr schnelle Disks. Ja. 600 Terabyte. Ja. Und dann, wenn dann alles fertig ist und digital fertig ist, machen wir auch wieder eine Kopie analog. Ja. Hier, das ist von einem deutschen Hersteller, Adi Laser. Ja. Oh. So das Gerät. Geht mit digital Lasertechnologie, macht es in 4K eine Top-Qualität analoge Master. Wahnsinn. Für Archivierung ist das das Beste, was man haben kann. Ja. Du brauchst aber die höchste Temperatur hier drin, ne? Weil es eine Menge Wärme hier ist. Ne? Aber um einen Gedanken zu geben, solche Maschinen ist da nach einer Woche beschäftigt zu lasern, ja? Um einen Film von 100 Minuten auf 4 oder 5, normalerweise sind 5 verschiedene Bänder, weil so ein Band ist tiefes nur für 20 Minuten oder sowas. Ja. So eine 100-Minuten-Film sind dann 5 Bände und dann brauchen wir so normalerweise einen Tag für ein Band. Ja. Also für euch ist das Thema Restaurierung und Digitalisierung schon ein großer Geschäftsbereich, eine Dienstleistung. Restaurierung, ne? Machen wir nicht zu viel. Aber er macht die Digitalisierung. Ja, Digitalisierung. Ja. Und hier sind dann auch alle Formate, die da rauskommen für Broadcast. HDCam SR, HDCam, all diese Formate kennst du schon. Wir machen eigentlich alle Masters von alles, was man. Natürlich, was man benutzt. Also das heißt, wenn die so eine alte Kassette haben, bringen sie euch die und dann könnt ihr die digitalisieren. Und dann genau. Ja, cool. Okay, lass mal weitergehen hier. Ich habe noch 3 VHS-Rekorder. Ne, 2 SVHS und 1 VHS. Ja, hier, das ist so ein Raum. Ja, hier siehst du hier nicht mehr, das ist ein komplettes Setup. Hier wird das QC gemacht, ja. Im Dunkeln. Ja, im Dunkeln, ja, natürlich. Die Leute operieren immer im Dunkeln. Hier ist das ein anderer Farberaum, ja. Das ist auch ein Farberaum, ja. Komplett, ja, aber das ist auch das gleiche Setup wie das andere. Ja, ist mit Leinwand, genau, da waren wir da. Und dann kommen wir hier bei unsere Café wieder, ja. Wir gehen erst etwas trinken. Rush, becoming minutes.
Sehr beeindruckend. Gut, jetzt gehen wir die Streaming mal abhören. So, was passiert ist, dieses Konzert in Japan, das ist gestreamt worden, wir haben Bild und Audio hier aufgenommen. Ja? Und was du jetzt dann hier hörst oder siehst oder erfahrst, erlebst, ja, das ist das gleiche wie hier bei die Streaming damals, Patrick war damals hier, ja, was wir erfahren haben. Ja? Und dort kann ich kurze Fragmente von spielen. Hast du einen Gedanke, wie so Aura 3D in Streaming funktioniert? Welche Qualität? Qualität auf einer großen Leinwand, ja. Aber wenn das auf einer kleinen Fernseher sieht, ist es so scharf, ja. Das ist so gut. So, hier, das ist so das Konzept. Das ist das Konzept. Das ist eine Konzeptaufnahme, die in. Hier, das so links oben siehst du das Raum, ja, Konzept. Halle, da waren 300 Leute, wenn das aufgenommen. Das ist gestreamt über Standard-IP, eine Standard-Internet-Verbindung. Ja? Das war nicht okay. Eine spezielle Verbindung, normal, was du zu Hause hast. Ja? Und auch ungefähr damals noch nach 100.000 in Japan. In die letzten Streaming war ich schon mehr wie 1.000. Ja? Und auch nach unserer Soundbar. Ja? Und siehst du, das hat die Mann geschrieben, er hat das verglichen, dieses Experiment, wie... So, es war für ihn so revolutionär, dass er gesagt hat, ja, das ist das für mich eben revolutionär, dass es für Edison mit seiner ersten Schallplatte gewesen sein wird. Weil das bringt für die erste Mal eine Konzerthalle echt in das Raum, ja. Aber in ein Heim, ja. Hier, wenn ich jetzt anfange, muss man hören, das ist wie man diese Pianiste, wenn man die Augen schließt, hat man das Gefühl, die steht dort, ja. Das sieht man jetzt. Ja. So machen wir es.
siehst auch diese Richtort, ja. So dort ist das meiste mit aufgenommen. Mit dieser, das ist all diese Stützenmikrofone sind eigentlich nicht gebraucht, hatte er gesagt. Er hat nur diese zwei, die neuen Mikrofone aufgenommen, ja. Aber das klingt so real. Muss mal sehen, ob das so allein. Ist auch genau lokalisiert. Ja. Das ist genau ja, exakt der Punkt, ja, wo genau. Der Level von Detail ist unfassbar. Ja? Und jetzt live mal, ja? Jetzt spielen die etwas zusammen, Musik, Jazz. Okay, das war nur ein Test mit, lass wir sagen, Musik, ja. Jetzt hier ein Beispiel mit Stereo, mit Tennis, ja. Erst Stereo, ja. Das gleiche Moment geht man nachher in Auro 3D hören, ja. Und das Unterschied ist ganz deutlich, ja. Und du hörst die Leute von überall. Genau, genau. Genau, ja. Nur Auro 9.1. Auch diese Beispiel von dieser Musik, das war nur Auro 9.1. Da war eben selbst nicht 11.1. Ja. Jetzt kommt ein Beispiel mit schlechtem Bild, sehr schlechtem Bild, aber mit Auro 9.1. Ryan Dock, Ryan Dock, lijkt me wel degelijk. Twee mensen voor de defensie bij de club. Eén buitenspel, Bakka. Lestienne is voor doel. Bakka, Lestienne. Ja! Eerste keer dat Club Brugge met een goede aanval komt en meteen het doelpunt. Zo zie je maar van de mogelijke 0-1 naar de reële 1-0. Schitterende voorzet van. Dat was Stadion, atmosfeer pur, hè? Ja, 100%. Erst erkläre ich so ein bisschen mit Reflexionen, das ist interessant. Ja. Ich spreche mal und ich gehe durch die verschiedenen Reflexionsgeschichten, musst du mal anhören, das ist interessant anzuhören. Ja. More reflections, ja. Yeah. Ah, okay, Moment. Ja. So, hier zum Beispiel, ja. Really very impressive, ja. Yeah. And this is all due to the, let's say, the power of 3D reflections. For instance, now I take you to a typical recording room and you feel already by the 3D reflections, it is a completely different size of a room. Yeah? Now this is the sound just with mono. So what you hear now is just a mono sound. Now we switch it to stereo. So then you feel already a little bit more reflections. Yeah? And now we switch it to surround. You feel the spatial sound is a little bit more. And finally, Auro 3D. And then you feel the full size and the environment you are in. And now I bring you to the Galaxy Hall, very famous for its nice acoustics. And you hear all these 3D reflections around you. Now we just cut them. So now you hear just the sound from one channel, the center channel, typically the way that dialogue is recorded in movies or in broadcast. And now we switch it back and listen to the difference. Yeah? You suddenly hear all these reflections around you and it feels like you are together with me in this place, in this hall. And that gives that higher emotional connection which is very typical for Auro 3D. Hear more, feel more. Dit is in een kerk opgenomen met 7 seconden reverb. Ja? Nur met 3 stemmen. In Auro 9.1. Of 11.1, sorry. 7 seconden. Thank you.
das nächste ist sehr schön. Das ist die gemischte Wonderspatik ist von Roger Shah. Ja? Das ist echt für mich Entspannungsmusik. Das, kennst du das? Ja, ich hab die auch. Ah, du hast du einen? Okay, ja, da muss ich mir das nicht anhören. Ja? Oder ach, doch. Ja? Schon, okay. Schon ein bisschen was anderes als da. Okay, klasse. Das ist entspannend, hä? Ja, genau. Ja. Darf nicht müde sein. Und jetzt mache ich eine kurze Demo, ja? So was wir von Orematic mit dem Plugin machen können. Ja? So, was du jetzt hörst, das ist natürlich nicht automatisch gemacht, das habe ich mit einem Plugin, ja? Weil in unserem Orematic-Plugin können wir noch bestimmte Sachen nachfahren. Ja? Und dann kann ich so etwas Effekte zufügen, die ich natürlich automatisch niemals geben kann. Und ich gehe so zwei Beispiele geben. Von zwei bekannte Mischungen, die du kennst. Ja? Bruno Mars. Ja? Und du bekommst das Vergleich mit Stereo auch mit das Original. Eyes up in the sky. Let's end this party of life. Beispiel mit Michael Jackson, kennst du auch, ja? Looking from the door.
Ja, so was du hier siehst, eine Auro 11.1 Anlage, so 7 unten, 4 oben, ja, und das ist unsere Soundbar. Dies ist noch gemacht mit 3D Printing, das war das erste Prototyp, ja. Jetzt sitzen wir beschäftigt mit Herstellern, um das umzubauen, natürlich in einen schönen Layout. Aber ich muss sagen, wenn man, weil du hast das mal gehört, auch ja. Patrick, ja, ja, wenn man hier steht oder irgendwo in das Raum auch nach hinten, man denkt immer diese Lautsprecher stehen an. So realistisch klingt das und das natürliche Grau und das kommt nur von dieser Soundbar. Und wir haben auch Technologie, dass wir mit anderen Soundbars, die in dem Markt stehen, dass wir diese 3D-Effekt auch ungefähr das gleiche wiedergeben können wie in dieser Soundbar. Aber diese hat noch etwas Spezifikationen, womit irgendwo das originale 3D-Abbildung ist, wie man das kennt von über Lautsprecher. Natürlich, man hat etwas mehr Möglichkeiten und die Wiedergabe, wann die Lautsprecher echt installiert sind, aber das ist doch, muss ich sagen, sehr beeindruckend, was man erreichen kann von der Soundbar selbst. Ja? Ja, das stimmt. Hast du vollkommen recht. Ich habe mir das ja angehört. Und ich stand hier, das hat das dem Holger schon gesagt, das war eben keine Rückwand, sondern als ich hier damals den Prototypen gehört habe, habe ich hier gesessen, habe meine bekannten Beispiele reingetan und ja, bei Star Wars flog der Medium Fork hier rüber und ich brauchte keine Rückwand für Reflexion. Das war mir aufgefallen, dass ich sagen würde, hey, das ist sehr räumlich. Klar, man ersetzt nicht den Lautsprecher, aber innerhalb der Soundbars höre ich da was raus, wo ich sagen würde, das wird sehr spannend. Und du hast es vorhin gesagt, du rechnest damit, dass 2023 das ein oder andere finale Produkt dann auf den Markt kommt, wo das dann integriert ist. Ja. So, und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Und hier auch nochmal so ein Holzmuster, ne? Da hast du auch nochmal was gebastelt. Ja, das ist auch schon eine 3D-Printed. Auch mit 3D-Printer, ja, mit Upfiring-Lautsprechern und so weiter. Ansonsten steht auch ein bisschen was Nettes hier rum. Eine Trinov hast du hier, ein Arkham. Ist das eine Storm? Storm ist, glaube ich, hier. Ja, ihr testet einiges. Guck mal hier, und die Urne habt ihr auch hier. Ist ja lustig. Ja, also ihr beschäftigt euch schon sehr mit all den Systemen, die so Wir haben Technologie entwickelt, dass das darauf komplett wie ein Dreieck klingt. Sehr beeindruckend. Das heißt, die Hardware und dann... Ja. Kannst wir du haben die nur mit unserer Software Sachen gemacht rein. Aber hier habe ich einen USB-Stick. Ich habe nämlich auch so eine Urne, aber ich würde die gerne mal eben updaten. Gibt's mir das? Ja, aber sehr, sehr beeindruckend. Wie irgendwo man hier steht, man denkt, das sieht eine komplette Klanganlage dran. Ja? So unsere 3D-Virtualisierungstechnologie ist echt überraschend. Ja? Und dann hier, siehst du, das ist unser Auro 9.1 Demo-Raum. Ja? So 5.1 unten, 4 oben. Ja? Und hier machen wir so, was du gehört hast, in der Kinohalle können wir hier zu Hause, Viele Leute finden es hier eben mehr beeindruckend, dann in die große Halle, weil ziemlich, wenn man auf, in einem kleinen Raum sitzt und man hört die Räumlichkeit und die Räumlichkeit ist das Gleiche, dann ist das noch mehr beeindruckend. Ja? Und auch in einem Wagen, wenn man in einem kleinen Raum, dann ist das natürlich auch ziemlich beeindruckend. Ja? Das war das Stichwort, lass uns mal in dein Auto gehen. Okay, gut. Das ist dein Handy. Ah ja. Das war ein gefährlicher Platz hier. Ja, 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 den hättest du nie wieder gefunden. Wir machen Auro 3D. Du siehst auch in dieser Anlage, in dieser Burmester-Anlage, ist ein Auro 3D drin. Ja? Hier siehst du das Logo. Und hier kann man die Intensität selbst mal einschalten. Ja? Lass mal anfangen nur mit Auro 3D, Big Band Musik. Ja? Und dann schalte ich nach Stereo nach das Original. Weil das ist nur hochrechnend. Ja? Das ist nicht Original 3D. Ja? Der Raum hinten öffnet. Ja. Genau.
machen wir nur ohne das. Ja, so das ist gute PCM-Qualität, ja. Jetzt gehen wir nach Radio, Live-Radio, ja. Und nur Piano, ja. Mal sehen, was hier passiert, ja. Klassikmusik. Ja, Klassikmusik. Ist wirklich ja. Extrem. Ja, aber pass auf, jetzt gehen wir nach Popmusik. Mal sehen, etwas internationaler Pop hier. Joe Easy. Ja. Aber du musst ein Galaxy-Bier haben. Wir müssen alle fahren. Wir machen das mit der Galaxy-Bier beim nächsten Mal. Dann so. Gebe ich einem Bier mit. Ja, dann gemeint. Das ist ein Galaxy-Bier, ja? Du hast echt ein Galaxy-Bier? Ja. So, wann hast du das denn? Das ist eine. Ein Dark Triple, das hört sich aber böse an. Das ist ein exklusives Bier, mit nur für uns gemacht. Das ist nicht eine OEM. Ja, das ist. Ja. Und, hast du bestimmt Spaß gehabt beim Ausprobieren der richtigen Biersorten, ja, oder? Da hast du dann so 20 verschiedene Biersorten gehabt. Nein, das ist eine von unseren Mitbewerbern. Sein Onkel ist so ein Top-Spezialist in Biermarkt und der hat einen, das ist so einen Dark Triple. Das ist ein sehr außergewöhnliches Bier und du gehst sehen, echt Top-Kenner von Bieren sagen, das ist echt ein exklusives Bier. Hast du gerade Mitbewerber gesagt, das ist einer von euren Mitbewerbern. Wie ja, du das ein jetzt? Onkel davon, ja. Nein. Ja, ein von den Managers, ja. Von Mitbewerbern? Ja, von meinen Mitarbeitern. Mitarbeiter? Ich denke gerade, hast du von Dolby? Von Dolby? Nein. Das ist kein Verwandter von Dolby, das müssen wir jetzt mal klarstellen. Das war ein Mitarbeiter. Mitarbeiter, sorry. So, jetzt haben wir es. Es war ein langer Tag. Ne? Und Mitbewerber verstanden. Ich habe das auch verstanden. Also, das soll jetzt der sehr... Vielleicht musst du wieder so raus. Nein, das schneiden wir nicht raus, wir lassen das drin. Hier wird nichts geschnitten. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, unser Video hat euch Spaß gemacht und ihr habt einiges gelernt und gesehen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann kommt doch mal zu uns in die Studios nach Karst und dann zeigen wir euch das Ganze auch nochmal live und in Farbe und in Action. Bis dann. Ah ja, abonnieren des Kanals wäre echt cool, weil dann werdet ihr in Zukunft kein weiteres Video zu all diesen wunderschönen Heimkino-Themen verpassen. Bis dann. Ciao. Ciao. Und... Prosit!
Okay, sehr, aber sehr cool. Viel Spaß damit. Ja, das ist so, also verschiedene Genres und so weiter. Ja, aber das ist Big Band Musik, das ist, ich liebe es zu haben und zu hören. Ja, ist auch musikalisch so, so gut nach vorne gebracht, auch fantastisch arrangiert. Ja, und ja, da wird mancher seine Anlage neu erleben. Ja, ist so. Ja, okay, klasse. Klasse, super. Gut.